So, wir gucken uns an. Reaction auf das Video vom Nico, Overpacking im Oblakokopf mit Drachenschuppen und Coco Monkey Kohle. So, wir schauen mal rein beim Nico. Was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leutings, was steht heute an? Zum ersten habe ich für euch heute einen neuen Kopf von Oblako, einer russischen Marke, der, wie ich finde, so goddamn sexy aus. Richtig, richtig geiler Colorway. Ja, den habe ich als Meerlochkopf. Von Oblako? Ja. Oblako Killer Drachenschuppen. Ja. Nice. Ja. Zum anderen habe ich für euch heute noch neue Kohle von Coco Monkey, zu der wir auch noch. Kenne ich nicht. Nein. Du auch nicht? Nie gehört, nie gesehen, nie geraucht. Ich auch nicht. Ist das Video gerichtet an die Leute, die bisher immer Probleme hatten mit Overpacking, so wie ich das mache, wo man einfach gut, mit er viel Tabak. Auch und sehr, viel sehr krass, ne? Also er baut wirklich krasse Overpacks, auf jeden Fall, ja. Deswegen bin ich auch gespannt, wie er es beim Oblako jetzt macht. Ja, definitiv. Zerraucht. Vielleicht kann ich euch bei diesem Kopfbau-Video heute zeigen, wie ihr damit ein bisschen besser zurechtkommt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß bei dem Video. Nicht. Was man noch dazu sagen muss, im Stream haben wir ja gerade noch live den Oblako auf Noppenkontakt gebaut. Ja. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der Nico das auf Vollkontakt macht. Ich bin gespannt. Vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das mal mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid und bis gleich. Entschuldigung. Das ist der Part, den ich immer anstrengend finde. Uns doch mal bequem. Ja. Ich finde das witzig. Beim ersten Mal, als ich Nico geguckt habe, ich habe nicht gesehen, wie viele Abos er hatte, bin irgendwie auf ein Video von ihm gekommen und dann sagt er, dann hebt mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Und ich so, Millionen, wie viel hat er denn? Und dann dachte ich so, der hat jetzt 900.000 oder so und guck nach und damals hatte der 20, 30.000 und ich so, hä? Ruddy aber hey, mittlerweile ist er bei über 100.000 echt? Abos. Ja, ich glaube 130.000 Abos oder sowas. Richtig, richtig krass. Ich bin immer wieder geflasht davon, wie die Dinge rauchen. Ich meine, im Stream sieht es natürlich immer noch mal krasser aus in den Videos, aber das ist schon ordentlich. Ja. Also, aber man muss auch dazu sagen, er hat halt auch noch dick Licht von hinten. Ja. Ne? Wenn ich so Lichter um uns rumballer, dann sieht das bei uns auch direkt nach 50% mehr Rauch aus. Kann ich garantieren. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Köpfe ja auch in live gesehen, die qualmen wirklich heftig. Und zwar habe ich jetzt da den neuen Kopf. Einfach ein wunderschöner Kopf. Ja. Wunderschöner Kopf. Von Oblako, was russisch ist und was so viel heißt wie Wolke. Mhm. Ja, das Ganze gibt es auf Velvano.de, das Köpfchen. Und wie ich das gerne bezeichne, das ist so das Köpfchen mit den Drachenschuppen. Ja, ich finde den Kopf mega nice, der Kopf ist neu. Den haben die mir mitgegeben auf dem Elvano Shisha-Treffen in Dresden, wo ich jetzt war am Wochenende. Das Köpfchen, wie ihr schon seht, ist ein Funnelkopf, der nennt sich Dragon. Und was baut er? Das ist richtig. Ja. Ist ein Funnel. Ist ein Funnel. Und ist er baut, Funnel. Scheinbar wie es aussieht, Aloha Grape Mint. Also, Oblako oder sein Hottencode. Blaze Dragon, bla 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 Kopf. Boah, kostet erstmal schön aus Funnelloch. Link habe ich euch in die Infobox gepackt. Ich habe mich eben schon gefragt, so, kein, ist ja erstmal kein Problem, man muss es nur danach sauber machen. Ja, wenn man es aber nicht so kennt, weißt du, wenn man denkst so. Ja, aber gut, man muss jetzt auch dazu sagen, ne? Also ein Funnelschopfen hätte er nehmen können, aber dass er so komisch von oben baut. Ja. Ich kenne es selbst. Ja, echt? Wenn du eine Kamera noch da vorstellen musst. Okay. Ganz anderes Level, Leute. Weil da musst du so auf deine Arme und deine Hände aufpassen. Ja, aber das ist auch mit seinem Arm gerade im Bild. Ja, ne? Er ist auch am Struggeln. Aber ich kenne es, Leute. Einen Kopf für eine Kamera zu bauen, ist immer noch mal was ganz anderes, als einen Kopf einfach gerade für sich zu bauen. Ist so. Fact. Der Kopf, finde ich, sieht unten aus, als hätte er ein Holz. Also das ist schon. Ich weiß nicht, ob es Ton ist oder ob es wirklich Holz ist. Ja, warte mal, ob es das verteilt hat. Glasiert. Sexieste Funnelkopf, den ich bisher zu Hause habe. Und ich muss sagen, ich teste den jetzt seit ein paar Tagen. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem. Wie ich den jetzt baue, Leute. Ich habe jetzt hier einen Traube Minze-Tabak im Kilo genommen. Ganz standardmäßig von Alwaha. Also doch, Traube. Und wie ihr schon seht, ich baue das Köpfchen. Erstmal mache ich das komplett voll mit dem Tabak. Dann tue ich die Blätter ein bisschen beiseite, mache das Loch in der Mitte frei und verteile den einfach mal im Kopf. Danach. Aber er drückt erstaunlich viel an bis jetzt. Ja. Aber ich würde fast mal schätzen, das wäre kein Overpack, was Nico Slow-Mo würdig ist. Ich sage, der klatscht da nochmal Tabak drauf. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, ich habe es auch noch nicht gesehen. Drücke ich den mit den Fingern so leicht rein, nimm dann wieder Tabak, fülle den Kopf auf und drücke das weiter rein. Das nennt man ja so wie Ami-Setup, ja, dieses Drücken. Digi. Okay. Okay, also er hat noch mal ein bisschen Tabak dazugenommen, aber ich finde es trotzdem mit dem Andrücken, ich bin gespannt. Ich würde mir vorstellen, wenn ich das Köpfchen jetzt so rauche, ist der Durchzug RIP. Ja. Aber gut, du hörst ja immer, wenn er zieht, ne? Wenn er zieht, hörst du aber diesen immensen Widerstand. Ja.
Das Gute ist, ich mache es einfach, damit ein bisschen mehr Tabak noch reingeht, weil Overpacking, was hat Overpacking für einen Sinn? Die meisten Leute denken sich, Nico, wenn man overpackt heißt, man packt mehr Tabak in den Kopf rein, als eigentlich reingehört. Ja. Und der Tabak ist immer im Vollkontakt, ob da jetzt Alufolie drauf ist, ob, so wie bei mir, die Smokebox drauf ist später, oder... Wie das qualmt im Hintergrund, ja. Ey, du meinst, der hat gerade Kohle in seinen, du meinst, der hat gerade Tabak in seinen Kohlekopf reinfallen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch schmeckt teilweise. Also ich habe seine Köpfe ja schon geraucht, ja. Sie waren okay. Ja, das glaube ich dir auch, aber für jemanden, der es vielleicht nicht weiß, der wird sagen, ey Junge, dein Kopf, der ist gerade RIP. Ja, ja, ja. Also wenn ich sowas in der Shisha-Bar sehen würde, würde ich mir auch denken, Digga, was rauchen die da? Ja, definitiv. Da ein Kaminaufsatz drauf liegt, der Tabak steht im Vollkontakt mit eurem Aufsatz. Dadurch bekommt er auch sehr, sehr viel Hitze. Aber geil, der bayerische Akzent dadurch. Aber den feiere ich bei ihm. Ja, finde ich auch geil. Und ich finde, du hörst, er muss schon ganz schön ziehen. Erstmal ein kleiner Zug. Um das jetzt von mir aus zu erklären, wie ich das immer gerne sage, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nur so kann es ich mir erklären, denn ich habe jetzt mich in den 2,5 Jahren, wo ich nur Overpacking rauche, dran gewöhnt. Es ist einfach so, wenn ihr viel Tabak drin habt und ihr gebt dem Tabak viel Hitze ab, dann verbrennt in den ersten 5 bis 10 Minuten verbrennt die oberste Schicht von eurem Tabak. Die schmeckt irgendwann nach nichts mehr und schützt euch aber unten drunter trotzdem die vielen Aromen durch den vielen Tabak, den ihr hergenommen habt. Ja? Würdet ihr jetzt wenig Tabak reinmachen, würdet ihr dem wenigen Tabak viel Hitze geben, kann ich mir vorstellen, dass der Tabak dann komplett durchgebrannt ist und einfach scheiße schmeckt. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn ich Vollkontakt baue, dann baue ich so, dass ich die Smokebox nicht vorheize. Richtig. Beziehungsweise ich baue Vollkontakt, ich heize die Smokebox nicht vor. Und ich gebe dem Tabak dann genauso viel Hitze, wie er ab kann. Aber jetzt kommen wir auf einen Punkt, der mich interessieren würde. Wie kriegt er den Durchzug noch halbwegs passabel hin? Ja. Und das, was mich auch interessieren würde, sehen wir noch, wie er die Smokebox draufsetzt. Weil soweit ich weiß, heizt Nico seine Smokebox immer vor. Ja. Und das würde ich in dem Fall nicht machen. Womit jetzt die meisten ein kleines Problem haben werden, wenn sie anfangen, Overpacking zu rauchen oder wenn sie ein bisschen mehr Tabak verwenden beim Kopfbau, sind einfach die ersten 5 bis 10 oder 15 Minuten. Das stimmt aber auch. Wir haben am Anfang auch oft, erinnerst du dich noch an unsere Tablet-Smoke-Zeiten? Ja, 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 ja. Da haben wir den Tablet-Smoke mit 4 Kohlen vorgeheizt, haben den draufgesetzt. Und entweder du hast die ersten 10 Minuten durchgehalten, dann wurde es gut, oder du hast in den ersten 10 Minuten aufgegeben und dann war dein Kopf auch RIP. Können wir mal wieder rauchen eigentlich? Ich habe noch einen da. Ich habe auch noch einen. Ja. Meine ich, ja. In 20 Minuten, wo der Tabak oben einfach abbrennt, da das Ganze etwas stärker ist, einfach im Hals. Ja, er fühlt hier so ein leichtes, unangenehmes Drücken, Kratzen und die Leute sagen, Digi, das schmeckt nur noch verbrannt. Wenn ihr diese 5 bis 10, 15, 20 Minuten überlebt habt, glaubt mir, ihr raucht nichts anderes mehr. Ja, das ist echt ein Punkt. Wenn man sich einmal an Overpack und Vollkontakt gewöhnt hat, ist alles andere nur noch lasch. Ja. Das ist einfach so. Wer sich an Vollkontakt oder Noppenkontakt gewöhnt hat, der geht nicht mehr zum Abstandssetup zurück. Aber auch logisch, da mehr Hitze die Aromen schneller oder die Molasse schneller oder stärker verbrennt und so mehr Aromen freisetzt. Das ist ja das, was wir sagen. Schmeckt dazu lasch, wahrscheinlich zu wenig Hitze oder zu viel Abstand. Ja. Ihr dürft das Köpfchen jetzt nicht so allzu lang stehen lassen, wie ich das mache, ja. Weil wenn ihr das Köpfchen allzu lang stehen lässt und dann wieder zieht... Ein Kopf, der auf Abstand gebaut ist, den kann man nochmal 10 Minuten stehen lassen. Ja. Da muss nichts passieren, gerade mit einem Kamin absolut kein Ding. Ja. Bei einem Funnel wird es schwieriger, aber geht immer noch klar. Aber man darf das Ding echt nicht 10 Minuten stehen lassen. Ja, man muss dauerhaft ziehen. Ich hoffe, man hat bei den Aufnahmen gut gesehen, dass der Tabak über den Rand hinaus steht. Und wenn ihr dann die Smokebox rausgeht, wenn das Köpfchen fertig ist, dann sieht man auch schön nice, dass die Smokebox richtig schön auf den Tabak. Also so Overpack baue ich nicht. Das erklärt aber auch, warum der Durchzug noch da ist. Was erklärt das? Ja, er hat noch Luft rechts und links teilweise. Ja, aber trotzdem ist doch alles im Kontakt. Also ich würde da jetzt nicht viel Durchzug erwarten. Vor allem nicht, wenn sich das jetzt alles erhitzt und noch ein bisschen zusammenzieht. Den es eigentlich in jedem Shisha-Laden gibt, den quetscht ihr so zwischen euren Kopf. Aber das würde mich nerven. Ja. Ständig irgendwie am Kopf. Aber du musst das nicht oft machen. Du musst das nicht oft machen. Wenn ich einen Overpack baue, beziehungsweise einen Vollkontakt baue, ist es bei mir auch oft so, dass am Anfang der Durchzug RIP ist. Dann gehe ich auch einmal hin mit der Kohlezange, heb mein HMD hoch, drehe das um 20 Grad und setze es wieder drauf. Das musst du eigentlich höchstens ein, zweimal machen. Okay. In einem Zeitraum von 1,5 Stunden Kopf rauchen. Ja, es dann geht. Es ist nicht geil, aber ich sag mal so, es lohnt sich. Okay. Wenn ihr das Ganze jetzt angeraucht habt und ihr seid Anfänger, was das Overpacking angeht, und ihr denkt euch so, okay, nee, irgendwie geht es nicht, nach 15 Minuten schmeckt das Köpfchen immer noch nicht, könnt ihr immer noch eine Kohle hochlegen, so wie ich das gemacht habe, ihr könnt so eine kleine Pyramide bauen. Falls es euch immer noch zu stark ist, nehmt ihr einfach die 4. Das ist auch was wir in Russland gesehen haben. Viele.
die rauchen mit 3 Kohlen an und wenn es denen zu viel Hitze wird, dann nehmen die eine Kohle raus und legen sie so wie Nico gerade oben drauf. Die rauchen jetzt nicht mit 4 und dann mit 3, sondern mit 3 und dann mit 2. Aber das funktioniert echt gut und die obere Kohle gibt weniger Hitze an den Kopf ab, als man vermuten würde. Und lässt die anderen Kohlen weiter Hitze bekommen. Ja. Dass nichts schnell ausgehen. Die Kohle raus, raucht mit 3 weiter. Falls es immer noch zu stark sein sollte, könnt ihr aber auch mit 2 Kohlen weiter rauchen. Irgendwann die dritte wieder reinlegen oder die vierte, so wie es euch gefällt. Spielt da ein bisschen rum mit dem Köpfchen. Ganz wichtiger Punkt. Spielt da ein bisschen rum. Es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage, wie viel Kohlen soll ich benutzen. Nein. Fangt mit 2 Kohlen an, wenn es zu viel ist, eine drin lassen, eine auf Kipp. Wenn es zu wenig war, noch eine dritte auf Kipp. Wenn es immer noch zu wenig ist, noch eine dritte dazu und so weiter. Ja, ihr müsst da einfach für euch herausfinden, was für euch mit eurem Kopfbau funktioniert. Ja, das ist mein Tipp. Ich kann euch nicht zeigen, wie man den perfekten Kopf baut. Ich zeige euch immer nur, wie ich meine Köpfe baue. Aber ihr müsst für euch selber herausfinden, was für euch... Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es ist sein perfekter Kopfbau. Er möchte seine Köpfe so rauchen. Da können wir noch so oft sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt oder das muss doch angebrannt sein oder es ist doch viel zu viel Hitze. Leute, wenn es dem Nico so schmeckt, dann soll er so rauchen. Er zeigt euch, wie er gerne raucht. Genau dasselbe mache ich auch. Wenn ich meinen perfekten Kopfbau zeige, ist das auch immer nur mein perfekter Kopfbau. Der Konsti wird ihn vielleicht anders bauen, die Regie wird ihn vielleicht anders bauen und ihr vielleicht auch. Das müsst ihr einfach für euch herausfinden. Baut mal höher, mal niedriger, mal mehr eindrücken, mal weniger eindrücken und früher oder später habt ihr genau raus, welchen Tabak ihr wie raucht, sodass er euch perfekt passt. Aber ich finde es mir sehr angenehm, ihm zuzuhören. Ja, ich finde es auch schön. Also, ich finde, er kann auch gut reden. Die Kohlen sind wir bisher auch noch nie gebrochen. Abaschen tun sie relativ. Früher oder später bricht bei jeder Marke mal eine Kohle. Das passiert einfach. Ja. Die Frage ist, wie viel bricht. Ja. Wenn in der Kilopackung 5 Kohlen brechen, dann kann man sagen, das ist nervig. Wenn dir mal eine bricht, das passiert ja bei jeder Marke, das passiert immer bei Black Coco, bei One Nation, bei Tom, das kann bei allen mal vorkommen. Vielleicht ist mal ein Karton runtergefallen, die Treppe runtergepurzelt, man weiß es nicht. Das kann immer mal passieren. Na, Konsti? Die Treppe runterpurzeln. Genau, man kennt ihn. Jetzt merke ich zum Beispiel, nachdem ich jetzt 15 Minuten rauche oder so, okay, Durchzug wird wieder ein bisschen strenger. Anscheinend ist die Smokebox schon wieder zu nah am Tabak, deswegen ziehe ich jetzt meinen Alufolienstecher von der Seite, wo ich es euch vorhin gezeigt habe, raus und stecke ihn einfach bei einer anderen Seite rein und hebe die Smokebox wieder so. Das kann man natürlich auch machen, einfach den Stecher drinnen lassen. Ich hebe sie, wie gesagt, mit der Zange kurz an, drehe sie ein Stück, setze sie wieder hin. Diese russischen Produkte sind, finde ich, noch nicht so im Hype, wie sie hergestellt werden. Man muss auch gucken, von wann ist denn das Video? Ja, guck mal, das ist von August 18. Okay. Da war es echt noch nicht so krass gehypt, wie es jetzt ist. Ja, safe. Irgendwie die Shisha rauchen, die beachten diese russischen Produkte gar nicht, wie zum Beispiel jetzt auch die Berg- und Kohlezange. Voll viele Fragen, Nico, was hast du da für eine kranke Kohlezange? Soll ich lange wissen? Videos, die ist von Bergbund, kostet 40 Euro, ich kurze? Weiß, es erscheint mega teuer. Aber wenn ihr dann mal auf Elvano geht, die haben dazu gar ein Video, wie die Kohlenzangen hergestellt werden oder wie dieser Alufolienstecher hergestellt wird. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, die brauchen dafür ein Produkt einen Tag lang und dann, finde ich, lohnt sich das Ganze wieder. Ein Produkt einen Tag? Die stellen einen Tag nur Stecher her und einen Tag nur Zangen her. Das ist eine Limited Edition für 25 Euro. Also eine 25 Euro Zange kannst du, glaube ich, nicht verkaufen, wenn du dafür einen Tag brauchst. Da man einfach sieht, dass es handgemacht ist. Aber das meint er bestimmt. Ob es mein Favorite werden könnte, ist eine andere Frage, aber ich werde es definitiv mal probieren. Das habe ich jetzt ein bisschen getriggert. Also für mich definitiv kann es funktionieren. Mhm. Man muss halt wirklich ab und zu die Smokebox entweder ein bisschen hochheben mit einem Stecher oder den Stecher drinnen lassen und die Smokebox mal drehen. Ich rauche nicht ganz so übertrieben im Overpack, aber es funktioniert und ich finde es auch geil. Ich müsste es mal probieren.